Krieg in Israel und Europa schaut weg. Das meint Uri Avneri. Er sagt sogar, Europa finanziere diesen Krieg. Der streitbare Mensch ist selbst Israeli und hat sich in seiner Heimat mit der Kritik an dem scharfen Kurs der Regierung Sharon wenig Freunde gemacht. Er und seine Frau Rachel gehören zu einer kleinen, aber sehr konsequenten Friedensbewegung. Gush Shalom, der Friedensblock, der sich für einen Dialog zwischen Palästinensern und Israelis einsetzt. Im Dezember hat Gush Shalom den alternativen Friedensnobelpreis erhalten und die Preisträger sind durch Europa gereist, um für den Frieden zu werben und für mehr Engagement der EU. Marcel Kolvenbach hat sie begleitet. Sie fühlen sich wie Deserteure. Rachel und Uri Avneri, die beiden radikalen Aktivisten von Gush Shalom, sind unterwegs durch Europa, während in der Heimat der Krieg wütet. Wir kommen von einem Land, das praktisch ein Schlachtfeld ist. Ich bin ja gekommen, um zu versuchen, eine Botschaft nach Europa, zur europäischen Gemeinschaft, zur europäischen Institutionen zu bringen, nämlich dass Europa in unseren Konflikt sich einmischen muss. Gerade haben die beiden den alternativen Friedensnobelpreis erhalten. Uri Avneri traf Arafat zu einer Zeit, als das noch Hochverrat war. It's not the best solution. Jetzt wirkt Uri Avneri für seinen Friedensplan. Er sei nicht der Beste, sondern der einzig Mögliche. Israel solle sich aus den besetzten Gebieten vollständig zurückziehen. Jerusalem müsse die Hauptstadt beider Länder werden und schließlich die palästinensischen Flüchtlinge. Ein Knackpunkt bei allen Friedensverhandlungen sollen finanziell entschädigt werden und grundsätzlich zurückkehren dürfen. In der Praxis in einer begrenzten Zahl. And we're satisfied with 22%. The green line is a demarcation between these two 22% and the state of Israel. West Bank and Gaza. Jerusalem must be the capital of both states, the state of Israel, the state of Palestine. The settlements must be evacuated. All the settlements on Palestinian territory must be evacuated. Erste Station Brüssel. Uri Avneri träumt von einem friedlichen Nebeneinander von Juden und Arabern. In der Europäischen Gemeinschaft sieht er ein Modell auch für den Nahen Osten. Und in Brüssel studiert er mit großem Interesse das Nebeneinander der Kulturen und Sprachen. Belgien, das Land der Flamen und Wallonen, Straßenschilder in zwei Sprachen. Die Art, wie zwei Bevölkerungsgruppen zusammenleben können und ihr Leben so organisieren, dass sie beide gleichberechtigt sind, auch symbolisch und praktisch. Und ich glaube, diese Straßenschilder in zwei Sprachen symbolisieren das. Was mich besonders imponiert ist bei diesen Autobussen, dass die Schilder sich die ganze Zeit wechseln, sodass nicht eine Sprache vorherrscht. Jede paar Minuten dreht sich das Schild und die haben das Französische und das Flämische wechseln sich die ganze Zeit. Im Grunde ist unsere Aufgabe, dass wir unser eigenes Volk dazu bringen, zu sagen, wir wollen wirklich Frieden, erklärt Avneri, um endlich diesem historischen Konflikt ein Ende zu setzen und dem Kriegsschauplatz Israel. Beifall bekommt er von den progressiven europäischen Juden. Aber wie sollen sich die Europäer und besonders die Deutschen gegenüber Israel verhalten? Die deutsche Öffentlichkeit und die deutsche Politik sollte sich ganz einfach an das geltende Recht halten. Den Palästinensern hat man ihren Staat vorenthalten. Sie sind jetzt seit 34 Jahren besetzt. Die einfache Gerechtigkeit fordert, dass diesem Volk sein Staat zusteht. Straßburg, Europäisches Parlament. Vor 70 Jahren, damals gerade 8 Jahre alt, floh Uri Avneri vor den Nazis über Straßburg nach Israel. Jetzt ist er zurückgekehrt, um sich Gehör zu verschaffen im Parlament der Europäer. Daniel Cohn-Bendit hat für die Fraktion der Grünen die Avneris gemeinsam mit den Sacharow-Preisträgern zu einer Podiumsdiskussion geladen. Es geht um die Frage, was die Verantwortung Europas gegenüber Israel ist. Uri Avneri hat ein besonderes Anliegen.
Seit Jahren toleriert die Europäische Gemeinschaft, dass Waren im Wert von 200 Millionen Dollar aus den besetzten Gebieten über Israel zollfrei in die EU eingeführt werden. Das bedeutet, Europa finanziert die besetzten Gebiete und diese verhindern so den Frieden. Cohn-Bendit lenkt ein und beteuert, dass seine Fraktion das in Zukunft verhindern wolle. Avneri kontert, aber die Person, die sich da querstellt, ist gerade der deutsche Außenminister, der Grüne Joschka Fischer. Surreales Europa. Unter den Friedenspreisträgern scheint der Frieden zum Greifen nah. Doch zur gleichen Zeit dreht sich die Spirale der Gewalt unaufhaltsam weiter. Rachel und Uri sind sich nicht sicher, ob man sie immer verstanden hat in Straßburg und Brüssel. Aber sie hoffen, dass ihr Besuch demonstriert hat, dass es noch Menschen in Israel gibt, die an den Frieden mit den Palästinensern glauben.